Wir hatten bei unserem Roadtrip nur ein begrenztes Zeitfenster, uns Sky anzusehen. Die Entscheidung für die zeitlich geeignetste Sehenswürdigkeit fiel dabei auf die Fairy Pools, da diese innerhalb von 3 Stunden auf der Insel machbar sind. Ein Tipp vorab, wenn ihr auf die Isle of Skye fahrt, füllt euren Tank. Die Insel beherbergt nur 3 Tankstellen und in der Nähe dieser Wanderung ist keine davon. Fairy Pools sind natürliche Wasserfälle in der Nähe von Glenbrittle. Trotz des eisigen Wassers sind viele der kleinen Pools ein gern genutzter Badeort für die Wanderer. Der Wanderweg führt ständig entlang des Flusses und bietet diverse Blicke auf größere und kleinere Kaskaden. Unglaublich, diese Landschaft hier. Da sieht man richtig, wo die Gletscher oder was auch immer hier diese Risse im Boden hinterlassen haben. Vom Parkplatz kommt ihr in ungefähr einer, 20 bis 30 Minuten Lauf hierher. Man sollte allerdings ein bisschen besser zu Fuß sein. Also, und Wanderschuhe dabei haben. Ihr seht schon, mittlere Schwierigkeitsstufe für normales Wandern. So, wir machen uns jetzt zurück zum Auto und verlassen dann die Isle of Skye wieder. War ein kurzer Ausflug hierher und auf zum nächsten Ziel. Eine weitere Sehenswürdigkeit haben wir auf der Rückfahrt noch mitgenommen. Ein weiterer Wasserfall, der Black Hill Waterfall, direkt an der A87. Der Abstand zwischen Skye und dem Festland beträgt an den engsten Stellen übrigens nur 250 Meter. Dennoch wurde erst 1989 beschlossen, eine Brücke zu bauen. Seit 1995 muss man keine Fähre mehr nutzen, sondern befährt einfach die Skye Bridge. Eine Maut wird nicht verlangt. Tja, damit sind wir jetzt runter von Skye. Unser nächster Zwischenstopp auf dem Roadtrip heißt nun Glencoe. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann von Kühnel und Patrick.